Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ist denn schon Weihnachten? Wenn ich mir die ganzen Packs hier so anschaue, dann würde ich sagen, ja. Festtagsspecial, Festtagsspecial. Super, super Angebote. Also ich will mal nicht sagen, dass die Jungs das übertreiben, aber sie tun es doch. Wieso den Einsiedler Yoda? Ich verstehe es nicht. Naja. Okay, zurück zum Thema. Ich will mal drauf eingehen, was ich gerade so alles farme und wieso ich das gerade alles farme. Dazu müssen wir mal kurz in die Einsatzziele reingucken, und zwar in den Reiseführer. So. Und zwar will ich einmal auf den legendären Kylo Ren eingehen und die legendäre Ray. Wie wir sehen, der wird vermutlich Ende Januar ankommen. So, das schätze ich ungefähr. Wieso? Wegen den Kollegen Hux und Sith Trooper. Die sind ja jetzt vor kurzem vorgestellt worden. Dann werden sie wahrscheinlich jetzt erstmal 4 bis 6 Wochen ruhen. Dann werden sie die Lieferungen kommen und dann werden sie farmbar werden. Mein Gedanke. Normalerweise dachte ich immer, um den legendären Kylo Ren freizuspielen, werden wir wahrscheinlich die Widerstandsleute brauchen. Mittlerweile, wenn ich mir dieses Bild hier so anschaue mit den benötigten Einheiten, dann gehe ich eher davon aus, dass wir Erste Ordnung brauchen. Das heißt, wir werden mit Erster Ordnung gegen das neue Widerstandsteam spielen, um den Kylo Ren, den legendären Kylo Ren, freizuspielen. Dann haben wir 3 Kylo Rens im Spiel. So. Das heißt, hier sind ja relativ viele Platzhalter und nur dieser hier ist aufgeploppt. Mich wundert es ein bisschen, dass nicht weitere Widerstandsleute hier aufploppen, weil ich habe die ja alle. Nicht mal der Hux ist drin oder der Sith-Truppler, sondern nur er. Also das hat mich ein bisschen gewundert. Nichtsdestotrotz denke ich, um ihn freizuspielen, werden wir die First Order brauchen. Jetzt waren ja da relativ viele Platzhalter. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass nicht nur Charaktere gebraucht werden, sondern auch Schiffe. So wie man hier sieht, meine First Order sieht, ja, mit G12 akzeptabel, aber wir wissen ja, CG übertreibt sehr gerne, also werden wir wahrscheinlich G13 Leute brauchen. Und da wird es bei mir eng werden. Die beiden habe ich noch gar nicht ausgebaut. 3 Sternen-Jungs baue ich nicht aus. Also mache ich nicht. Ist so ein Prinzip, das ich seit Anfang des Spiels durchziehe und dabei bleibe ich. Wenn es dann nicht langt, langt es nicht. Ich werde sie natürlich farmen, sobald sie farmbar werden. Gerade den General Hux, der ist eigentlich nicht schlecht. Der hat ein paar nette Fähigkeiten. Gerade dieses Verhindern des Gegenangriffs, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Ansonsten, wie ihr seht, habe ich alles, bis auf die beiden, aber die sind eben noch nicht farmbar. So, auf was ich eigentlich hinaus will, ist die Schiffe. Und da habe ich persönlich gerade ein Problem. Und zwar, wenn ihr hier reinguckt, hier, Kylo Rens Kommando Shuttle. Da fehlt mir ein Stern. Verdammt. Und ich werde darauf wetten, dass wir die First Order Schiffe brauchen werden. Das heißt für mich, was ich jetzt schon seit, würde ich sagen, 2 Wochen mache, ich farm das Schiff. Wo steckt es denn drin? Im 9.
Genau. Hier. Da steckt es drin. Ich bin jetzt bei 5900. Ich muss da ranklotzen. Also ich denke, bis Ende Januar werde ich schon fertig werden mit dem Schiff. Aber ich will es halt auch mal fertig haben. Das ist halt so der Punkt. Und deswegen ziehe ich das hier konstant durch. Ein Refresh. Weil wenn ich es mal fertig habe, dann ist es fertig und dann kann ich mich wieder auf was anderes konzentrieren, wie zum Beispiel den Vulturdruiden. Aber das Schiff, vermute ich, wird benötigt. Und wahrscheinlich in keiner schwachen Version. Das heißt, meine Phasma muss ich noch irgendwie auf einen weiterbringen. Auf Gear 11. Ob das dann langt, keine Ahnung. Ich könnte sie sogar ausstatten. Aber ihr wisst ja, in letzter Zeit ist das Horden von Gear so irgendwie Standard geworden. Und der Junge hier ist einfach brutal teuer. Also allein schon, das ist halt das Problem, die Betäubungsgewehre. Allein schon auf G9 zu bringen, brauche ich ein Betäubungsgewehr, 2 Gabantis. Dann auf G10 nochmal dasselbe. Dann auf G11 nochmal dasselbe. Also ich finde den so brutal teuer, den Jungen. Er ist ganz gut. Er ist im First Order Team gut zu gebrauchen, aber ich finde ihn brutal teuer. Deswegen hinkt der bei mir einfach noch hinten dran. Aber ich habe ihn auf dem Schirm. Also auf jeden Fall die First Order Schiffe. An dem bin ich strikt dran. Ich muss es auf 100 bekommen. Wenn ich es fertig habe, kann ich mich wieder um andere Sachen kümmern. So, Punkt Nummer 2. Entsprechend im Gegensatz von Erste Ordnung, glaube ich, dass wir gegen die Erste Ordnung mit den Widerstandsleuten spielen müssen, um die legendäre Rey frei zu spielen. Da habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich zeige es euch gleich mal. Wen wir genau brauchen werden, keine Ahnung. Es ist natürlich die Frage, ob sie uns sagen, ihr könnt 5 Widerstandsleute wählen und gegen die Erste Ordnung kämpfen. Natürlich gegen die neuen Leute, ist ja klar. Oder ob sie uns den Held des Widerstands vorschreiben. Genauso wie General Hux und den Sith-Truppler auf der Gegenseite. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Der kam jetzt auch vor kurzem raus. Bis der farmbar wird, dauert auch nochmal 6 bis 8 Wochen. Und ich habe das Gefühl, das wird zu eng vom Zeitplan her. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die legendäre Kylo Ren und Rey jetzt irgendwie erst im März kommen und dass wir dann dazwischen noch 2 Wochen zum Farmen haben. Selbst dann ist es nicht machbar. Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Also die neuen Charaktere sind eigentlich alle ganz gut. Nichtsdestotrotz ist halt die Frage, ob sie uns den Jungen hier vorschreiben oder ob sie uns die Wahl lassen zwischen 5 Leuten. Aber wahrscheinlich wird es dann so schwierig sein, dass wir seine Fähigkeiten brauchen. Ähnlich wie beim Chewbacca-Event, wo wir es mit Boba Fett-Lied hätten schaffen können, Chewbacca freizuschalten, aber es brutal schwierig ist. Mit Bosk war es dann super einfach. So in der Art. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe Poldo fertig gemacht und ich habe Rose fertig gemacht. Rose ist ja wohl mit Abstand der beschissenste Charakter in dem Spiel. Ähnlich wie im Film. Ich will in die nicht investieren. Ich sag's ganz offen und ehrlich, ich will nicht. Ich habe absolut keine Lust. Ich hoffe, die kriegt keinen Rework und wird ein super Charakter. Ich hoffe nicht. Ich will einfach nicht investieren in die. Die kann nix, im Film nix, im Spiel nix.
Ich mag sie nicht, ich mag den Charakter nicht. Ist einfach Schrott. Holder finde ich keinen schlechten Tank. Die finde ich ganz gut. Die habe ich entsprechend auch ein bisschen ausgebaut. Ist noch ein bisschen schwach. Für einen Tank hat sie einfach noch zu wenig Health und Schutz. Das ist ein bisschen blöd. Aber an der bleibe ich dran. Die finde ich in dem Raid-Team eigentlich ganz nützlich. Gerade ihr Days. Also ihr Verwirren. Das ist echt nützlich. Und ihr Taunten. Ein Zeta werde ich ihr wahrscheinlich nicht geben. Aber das ist kein schlechter Invest. Also in die könnt ihr schon investieren. Die ist ganz gut. Entsprechend habe ich die jetzt mal auf 10 gemacht. Mal gucken, wann das Event rauskommt. Ob ich sie dann auf 13 brauche. Ich hoffe nicht. Weil ich einfach zu wenig G13-Teile habe. Das muss man einfach so sehen. Und alles fließt gerade in die Klone und in Shakti. Wegen, wir wissen es alle, wegen Ki Adimundi. Die Mission ist wichtig. Ich bin nämlich ein Sammler. Ich möchte gerne alle Charaktere haben. Und wenn ich sie nur irgendwie in meiner Sammlung habe mit einem Stern, aber ich will sie alle haben. Und Ki Adimundi, ja, da habe ich jetzt gerade mal einen. Den Sith-Truppler und den neuen Finn und den Hux, ja, die werden schon irgendwann dabei sein. Embo muss ich noch fertig machen, aber der hinkt halt jetzt ein bisschen hinten dran, weil die Schiffe wichtig sind. So, wir sind gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir hatten ja uns die Charaktere des Widerstands angeschaut. Wie gesagt, macht Rose und Holdo fertig. Der Rest müsstet ihr eigentlich alle haben. Ansonsten würde ich da nachziehen. Weil ich glaube, dass sie uns sagen, benutzt 5 Widerstandsleute, versucht es damit. Ihr werdet es nicht schaffen, ihr braucht den neuen Finn. Ich hoffe nicht, dass Holdo und Rose gebraucht werden, aber Holdo ist ein ganz guter Charakter, da könnt ihr schon investieren. Der springende Punkt sind wieder die Schiffe. Und zwar ähnlich wie bei der ersten Ordnung. Ich hink bei Rey's Millennium Falcon hinterher. Ich verzweifle stehe an diesen Schiffen. Die werden irgendwie immer wichtiger in dem Spiel. Und wie ihr seht, ich habe es jetzt gerade mal auf 6 Sterne gebracht. Ich bemühe mich, so schnell wie möglich auch dieses Schiff bis Ende Januar auf zumindest 7 Sterne zu bringen. Und das heißt, ich farme das Schiff. Auf 5 müsste sie sein, oder? Ja, da bei der Ray drin. Oh Mann. Es zieht sich halt. Aber ich denke, am Ende lohnt sich's. Also ich glaube natürlich, dass dieses Event brutal schwierig wird. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt. Und dass sie uns G13 vorschreiben werden. Was ich eigentlich echt eine Sauerei finde. Weil die G13-Teile eigentlich gar nicht so einfach zu bekommen sind, wie sie mal selbst mitgeteilt haben. Sie würden es uns leichter machen. Aber ich will zumindest die Möglichkeit haben, also ich will mir selber die Chance geben, es eventuell schaffen zu können, wenn ich denn meine letzten Ressourcen und meine letzten Kristalle raushaue, dass ich zumindest die Möglichkeit habe. Und dazu muss ich aber den Widerstand komplett freigeschalten haben. Also freischalten, 7 Sterne. Weil ich denke, das wird ein Legendary Event. Das heißt, wir werden 7 Sterne brauchen. Und gleiches beim Kylo Ren. Das Einzige, wie gesagt, was mich irritiert, ist, dass die anderen First-Order-Leute hier nicht drin sind. Dass nur der Kylo Ren an Maske drin ist.
Das ist das Einzige, was mich ein bisschen wundert, wo ich noch nicht so genau dahinter gestiegen bin, wieso das so ist. Aber wir werden es bald sehen. Wir werden es bald sehen. Ich möchte auf jeden Fall vorbereitet sein. Ich würde euch auch raten, den Widerstand und die erste Ordnung zumindest alle auf 7 Stand zu bringen. Ressourcen horten und wenn das Event kommt, wenn beide Events kommen, ich vermute Ende Januar, Anfang Februar, dann habt ihr zumindest ähnlich wie ich die Chance, die beiden legendären Helden des neuen Kinofilms freizuschalten. Insofern, bleibt dran, viel Spaß noch, wir sehen uns.